Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Infovideo hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Ja, letztes Jahr haben wir ja hier dieses geile Event veranstaltet. Ein 24-Stunden-Rennen auf Le Mans in Forza Motorsport 6. Und das muss ich wirklich sagen an dieser Stelle, das war ein voller Erfolg. Ja, das ist für mich persönlich gesehen das absolute Jahreshighlight gewesen letztes Jahr in Bezug auf unseren Kanal. Und ja, durch dieses Event habe ich viele, viele, viele neue Leute kennengelernt hier in der Forza-Community, beziehungsweise diese Forza-Community, die so um unseren Kanal existiert, ist noch ein bisschen größer geworden. Wir haben andere quasi Gruppierungen, möchte ich sagen, kennengelernt, eben zum Beispiel Designer, dann auch andere Gruppierungen, die eigene Events machen, also quasi eigene Rennteams, die ja auch da angetreten sind. Und das war für mich einfach in der Hinsicht auch so im Nachhinein ein toller Erfolg, weil sich da einfach so ganz viele Leute zusammengefunden haben und Spaß daran hatten. Ja, nicht nur die Leute, die mitgefahren sind, sondern auch die Leute, die da zugeschaut haben. Und natürlich werde ich immer wieder gefragt, ist wieder sowas geplant? Ist ein 24-Stunden-Rennen geplant? Wird da was kommen? Und ich sage es einfach jetzt am Anfang dieses Videos an dieser Stelle. Ja, die Vorbereitungen laufen für unser 24-Stunden-Rennen, beziehungsweise für das nächste 24-Stunden-Rennen. Und es ist noch was anderes, mindestens genauso Großes geplant wie dieses 24-Stunden-Rennen. Es kommen zwei krasse Sachen auf euch zu. Nur, ich möchte jetzt darüber noch nichts preisgeben. Ich möchte da nicht jetzt irgendwie sinnlos eine Hypewelle auslösen oder sonst was, wenn ich euch noch nicht die Information geben kann. Ihr werdet es hier auf dem Kanal als erstes erfahren. Das könnt ihr sicher sein. Dennoch, warum mache ich dieses Infovideo? Dieses Infovideo mache ich jetzt nicht im Zuge für Werbung, für ein Event zu machen, was ich veranstalte, sondern, wie eben erwähnt, für Events, die die Community erstellt hat. Und wir haben zwei Gruppierungen, sage ich jetzt einfach mal, was richtig, richtig Geiles auf die Beine gestellt. Und ich glaube einfach mal, die Leute, die da Bock drauf haben auf den digitalen Motorsport in Forza Motorsport 6, die können mit diesen Events die Zeit für unser 24-Stunden-Rennen und dieses andere Event, was da noch ansteht, können sie auf jeden Fall mehr als überbrücken. Und ich würde sagen, oder beziehungsweise ich möchte euch das einfach mal kurz vorstellen. Und ich mache sehr gerne Werbung in dieser Stelle für diejenigen, weil das sind wirklich korrekte Leute. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, die werden auch mit vollem Ehrgeiz und vollem Engagement auch wieder bei unserem 24-Stunden-Rennen sich mit einschalten. Und deswegen mache ich auch gerne dann etwas Kleines für Sie, ein kleines Werbevideo für Sie. Und deswegen auch jetzt nicht abschalten, guckt da wirklich mal zu, das lohnt sich wirklich, ich finde es richtig cool. Und zwar, wir gehen mal zu Butcher Motorsport, die sind ja auch bei unserem 24-Stunden-Rennen angetreten mit zwei GT-Fahrzeugen und die machen immer wieder mal Events und ein geiles Event, was sie machen, ist ja sozusagen eine kleine 24-Stunden-Rennen-Ausgabe, nämlich eine 12-Stunden-Rennen-Ausgabe, nämlich 12 Stunden auf Spa möchten sie fahren. Das Ganze wird am 11.3. diesen Jahres stattfinden, also knapp einen Monat, aber ihr könnt euch noch anmelden, ihr könnt da noch mitfahren und auf der Homepage, die verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung, ist eigentlich alles beschrieben, ja, also ich muss da jetzt nichts groß vorlesen, wie man sich anmeldet, wie das ablaufen wird, was für Fahrzeuge gefahren werden, in dem Fall GT-Fahrzeuge, wie die aufgebaut werden müssen und so weiter und so fort, ist alles mit dabei und das lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen und wer das 24-Stunden-Rennen verfolgt hat letztes Jahr, beziehungsweise auch mitgefahren ist, der wird sich hier eigentlich direkt wohl finden, weil Butcher Motorsport hat auch viele Abläufe, viele Sachen übernommen, was wir zum Teil auch gemacht haben. Hier steht es auch nochmal hier, Pixelhelden, yay, yay. auf jeden Fall, das ist eine coole Sache. Ich wurde auch gefragt, ob ich mitfahren möchte. Hätte ich auch gerne gemacht. Ich habe nur leider keine Zeit an dieser Stelle, aber trotzdem mache ich, wie gesagt, dann ein klein bisschen Werbung dafür. Also wie gesagt, wer da Bock drauf hat, wer sich die Zeit ein bisschen überbrücken möchte bis zu unserem großen 24-Stunden-Event, der sollte da, oder ja, würde ich empfehlen, einfach mal mitzumachen. Und ich sag mal so viel, ohne zu viel zu verraten, ja, was Autos und Strecke unseres großen Rennens betrifft. Ich glaube, so als kleine Übung lohnt sich das schon, so ein 12-Stunden-Rennen in der GT-Klasse aufs Spa zu fahren. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, da mal mitzufahren. So, mehr verrate ich aber nicht. Aber das war es noch nicht. Es gibt noch was weiteres. Und zwar, der gute Fun Games veranstaltet eine große Forza Motorsport Langstreckenmeisterschaft. Und zwar die VEC, ja, Virtual Motorsport. Und zwar hier unter aktuelle Meisterschaften und Events.
findet ihr die Forza Motorsport 6 VEC, ja, die Virtual Endurance Championship. Da werden, wie es hier steht, 12 Rennen gefahren, 4 Sprintrennen, die 2 Stunden gehen, und 8 Ausdauerrennen, die 4 Stunden gehen. Gefahren wird da in der LMP1 und der GT-Klasse, also ja, das, was man quasi aus unserem 24-Stunden-Rennen schon kennt. Und da kann man sich noch bis zum 25.02. anmelden. Der Start ist, glaube ich, noch gar nicht fix. Auf jeden Fall wird es auch, denke ich mal, bis April gehen, bis es da dann losgeht. Aber das ist, glaube ich, auch eine richtig coole Sache. Also wer eine ganze Meisterschaft fahren will, eine Langstreckenmeisterschaft fahren will, gerade in diesen beiden Klassen, der sollte sich vielleicht auch hier melden. Hier gibt es auch noch 13 Plätze, die aktuell noch frei sind. Also hier schaut da einfach auch mal vorbei. Ich denke mal, das ist oder macht auf jeden Fall auch viel Spaß. Es sind auch bekannte Namen hier mit dabei, die man auch schon mal, ja, in dem ein oder anderen Video oder dann auch beim 24-Stunden-Rennen gesehen hat, die hier wie M to the Streets ist mit dabei oder der Forza Kart und noch viele, viele, viele anderen, ja, sind da auch mit am Start. Deswegen, das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr cooles Fahrerfeld. Also wer so ein bisschen auch seine Connections in der Forza-Community erweitern möchte, der sollte da mal auf jeden Fall vorbeischauen. Gut, das soll es dann aber gewesen sein. Ich hoffe, dass ja, die beiden Events schön gefüllt sind, dass da genug Leute mitmachen. Und ja, ansonsten hört ihr wieder von mir definitiv in dem Segment, wenn dann unser 24-Stunden-Rennen fix steht und vor allem auch dieses andere, noch größere Event, was da geplant ist. Wenn das dann auch fix ist, dann werdet ihr beide Sachen in einem Video erfahren. Und dann ja, hoffe ich doch mal, dass ihr dann da vielleicht schon ein bisschen eingegroovt seid, wenn ihr hier bei diesen Events mitgemacht habt. Ich bin raus jetzt an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und ja, ich würde sagen, man hört, man sieht sich. Bis dann. Ciao!